Demonstration, wo auch Reden geschwungen werden. Nicht leere Reden, sondern auch wirklich den Leuten auch klar zu machen, dass das eine der größten und besten Partys der Stadt ist, aber diese auch einen Grund hat, weil hier Leute zusammengekommen sind, die freundlich, friedlich, liebend miteinander feiern wollen. Oder irre ich mich hier etwa? So, lasst uns beginnen mit dem Vorstand von ein bisschen Gänsehaut, ein bisschen viel Gänsehaut, dass so viele Menschen wieder auf die Straße gehen in unserer Community und vor allem für unsere Community. Daher auch ein riesiges und herzliches Willkommen an alle Allies, die sich auf diesem CSD Berlin heute befinden. Applaus bitte. Hier oben stehen jetzt nur 5 Leute aus dem Vorstand und ich möchte aber dazu sagen, dass das über 300 Menschen sind, die sich an diesem Projekt ein ganzes Jahr verwirklicht haben. Und es ist einfach wirklich unbegreiflich, dass das heute endlich stattfinden kann, in diesem Ausmaß. Aber das ist die Bedeutung, die unsere Demonstration, unser CSD für Berlin, für Deutschland und vor allem für alle anderen Länder hat. Heute Morgen hat diese Regenbogenflagge am Kanzleramt sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Berliner Pride Month auf die Beine gestellt haben. Wir hatten unzählige Events, die so großartig waren und wo wir die ganze queere Community vertreten und gezeigt haben. Und heute kommen wir alle zusammen hier auf der Straße. Ich bin froh, dass es den Schutzraum für uns endlich wieder gibt. Er muss festgehalten werden. Wir haben noch nicht alles erreicht. Wir müssen wieder heute für unsere Rechte kämpfen. Sie sind nicht selbstverständlich und deswegen sind osteuropäische Aktivistinnen hier, die wir eingeladen haben, auf unseren Tag zu sprechen. Es ist wichtig, der Istanbul-Pride, der Vilnius-Pride, dieses Jahr ist Europride und Belgrade. Es ist wichtig, dass die alle da sind und hier Gehör finden. Also lasst uns zusammen demonstrieren. Vielen Dank. Hallo auch von mir. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich, das kommt immer viel zu kurz, bei meinen Kollegen bedanken, die hier wirklich bis 5 Uhr morgens für euch geschafft haben, damit wir das hier... Hallo Chris, hallo Berlin. Es ist eine totale Freude, mit euch hier in diesem Jahr 2022 wieder den CSD feiern zu können und euch Ihnen die Grüße des Berliner Senats und auch der regierenden Bürgermeisterin ausrichten zu können. Kurzfristig an. Liebe Queers, liebes Berlin, ich erkläre den 44. CSD für eröffnet.